Hallo zusammen, salve a tutti. Es ist schon eine ganze Zeit lang her, dass ich was über die App erzählt habe. Diejenigen, die uns bereits folgen, die wissen, was ich da so alles tut. Aber ich habe diesen kleinen Clip gemacht, damit ihr alle mal folgen könnt. Und schaut euch das mal an, vielleicht ist das was für euch. Viel Spaß dabei. Bye bye. So, und jetzt gehen wir mal in die App rein. Und das Erste, was ihr seht, ist, wir haben halt hier den Namen geändert in Follow My Money. Follow My Trader ist facettenreicher geworden. Man kann Kryptos handeln, man kann selbst Aktien handeln, aber man kann natürlich den sogenannten Star Tradern auch folgen. Jetzt gehe ich mal mit euch rein. Was ihr jetzt hier seht, ist mein Demokonto. Da habe ich den Echt-Trail gefolgt. Ich werde euch jetzt erklären, wofür das hier alles hier oben da ist. Und hier ist erstmal die erste Geschichte. Ihr könnt da handeln, was ihr wollt. Gehen wir zum Beispiel mal BTC ein. Ja, da könnt ihr Bitcoin handeln. Da das jetzt hier das Demokonto ist, müsste ich jetzt erst ein Konto eröffnen. Oder zum Beispiel Aktien. Hier CBK 100. Und dann gebe ich die Commerzbank ein. Auch hier nochmal. Das ist jetzt das Demokonto. Ich müsste jetzt hier das Konto eröffnen. Ich kann euch das auf dem Echtgeldkonto so nicht zeigen. Gehen wir zurück aufs Dashboard. Seit dem 01.01. sind aus den 100.000, die ich bekommen habe, sind 131.000 geworden. Das klingt natürlich alles ganz toll, aber ich muss euch das erklären, warum das so ist. Hier zum Beispiel sind die letzten zwei Trades angeführt. Ich habe gestern Nail gekauft, der Robert Baumann hat Mercado Libre gekauft und dann sieht man auch, wie ich momentan hier vorne liege oder natürlich auch hinten liege. Hier werden alle offenen Trades gezeigt. Das ist eine ganze Menge, denn ich habe den verschiedenen Star Tradern, den folge ich, folge auch mir selbst. Und wenn ich weiter runterrolle, sehe ich also auch die vergangenen Trades. Jeweils, was der Star Trader gemacht hat. Hier war es mal ein negativer Trade in Platin. Hier haben die Brüder mal einen schnellen DAX-Trade gemacht. Solar Edge war positiv, Cadence. Ja, das sieht man dann hier dementsprechend Umbrella. Das hat der Robert Baumann gemacht. Robert macht überwiegend Aktien. Ich komme hier auch irgendwo. Ich hatte nämlich jetzt ein paar Wochen Urlaub und Ferien, Zwangsurlaub auch. Denn ich bin umgezogen mit meinem Konto von der DAB zur Baader Bank. Hier, das war mein letzter Trade, das sind Alibaba, ich war ab und zu im Nasdaq drin. Hier war noch ein schöner Gerresheimer, mache ich nicht, aber hier war noch ein schöner, das war in Schaeffler. Das war ein 24-Stunden-Trade. Aber jetzt gehe ich nochmal mit euch hier oben in die obere Liste rein. Man kann den einzelnen Händlern hier, nehmen wir mal die Brüder, kann man so folgen, dass hier, wenn ich da sage, das Profil, wird gezeigt, was machen die für Branchen, was machen die für Märkte, was sind die Handelsregeln, also bis zu 10% können die gehen, das mache ich also auch. Und ich habe den Brüdern dann einen Betrag zugeteilt. Ich kaufe automatisch mit einem Betrag von bis zu 4.000. Wenn die jetzt sagen, also wir möchten 6.000 Euro oder 10.000 Euro handeln, dann sagt das System zu mir, pass mal auf, da musst du es anpassen, wenn du mitmachen willst. Dann gibt es einen Gesamtbetrag für alles, was die handeln. Aber ich kann natürlich auch diese Parameter laufend ändern irgendwo. Kann ich irgendwas anderes reinmachen? Brauche ich jetzt nicht, weil ich möchte das so lassen. Und kann mich dann auch informieren, was haben die bisher alles gemacht, gehandelt, getan. Weiß also eine ganze Menge. Zurück zum Trader-Profil. Ja, hier werden nochmal die Beschreibungen gemacht, der Lebenslauf, was sie gemacht haben, die verschiedenen Asset-Typen. Wie gesagt, beim Robert ist es zum Beispiel, sind es überwiegend Aktien. Ich habe ihn noch nicht gesehen in Derivaten. Bei mir sind es seltenst Aktien, eher Derivate, Optionsscheine, Zertifikate. Ich handle keine ETFs, Renten, Devisen, mache ich nicht. Bei Walter Peters sind es sowohl als auch. Also da ist jeder Händler anders. Und nochmal zu den Händlern zu gehen. Die haben bisher eine ziemlich gute Performance hier. Also zum Beispiel der Robert Baumann hat eine 100% Trefferquote von den realisierten Trades, liegt bei 31%. Die Brüder liegen bei 84% und haben 21% bisher gemacht. Walter Peters ist ganz neu dazugekommen, liegt jetzt auch bei 6,55%. Und es ist für euch aussuchbar, welche Art von Handelsstrategie euch liegt. Hier sind nochmal meine Trades, hier wird alles nochmal gezeigt, was die einzelnen Trades waren. My Insights ist auch recht wichtig, denn hier kann man also auch zum Beispiel auf die Finanzwoche von Dr. Jens Erhard zugreifen. Der Andreas Bernstein macht jeden Tag ein bis zwei Berichte,
Oftmals bekommen wir also auch vom Herrn Utschner Berichte. Halberswoche ist drin. Also es ist hier nochmal ein Sammelsurium an Informationen, die ihr euch rausholen könnt. Hier nebendran ist dann der sogenannte Posteingang. Da seht ihr dann, was hat wann, wer, wo, wie gehandelt. Ich habe also zum Beispiel Verkaufsorder über Plug Power, wurde ausgeführt. Dann sehe ich das. Und die ist dann nicht mehr in meinem Depot drin. Und nochmals, ihr könnt hier Kryptos handeln, ihr könnt hier Aktien handeln, ihr könnt euch also völlig selbst austoben und oder auch den Tradern folgen. Schaut es euch mal genauer an und dann wünsche ich euch viel Spaß, alles Gute und auf Denne. Bye, bye.